Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Reborn. Ja, ich habe einen Plan. Also, eigentlich nicht, aber das Einzige, gab es hier nicht irgendwo eine Disco? Und wenn es eine Disco gibt, dann, was ist das? Sweet Co. HQ. Der da, der sieht, okay, die wollen eigentlich nichts von mich. Ja, hallo Deutsch. Das mit der Schnelligkeit geben wir ein bisschen auf den Sack. Oh, was? Hab jetzt eine Sweet Application. Ich krieg die ganze Zeit Applications. Und wo muss ich die ausfüllen? Und wo genau finde ich die? Hier. Use. Ich hab's ausgefüllt. Kann ich jetzt mit dir darüber reden? Aha. Okay. Möchte mich keiner einstellen. Scheinbar nicht. Aber Hauptsache, ich habe schon mal eine Application genommen. Hey, you're looking to apply to some of these questions silly to me. Do you consider yourself an honest person? Yeah. Ja, und wie fülle ich das aus? Scheinbar gar nicht. North Obsidian Ward. Hey, ist alles voll schön geworden. Gibt sogar ein Restaurant. Was? Ich kann mich hier überall anmelden? Ja, mach ich doch. Also, es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken und wir werden schon tausende Episoden damit verbringen, hier dumm rumzurennen. Und irgendwie nichts zu erreichen. Ach, hier ist alles kaputt. Hier gibt's wieder ein Pucciana. Immerhin erkennt man jetzt, dadurch, dass die Sprites ein bisschen anders sind. Wer ist das? Yo. Du hast nach mir gesucht? Ich denke nicht, dass wir uns schon mal getroffen haben. DJ Arclight, at your service. Nee, wusste ich doch. Der muss ja irgendwo bei einer Disco sein, ne? Der sieht aus wie Gary. Arc's fine for sure, though. Remember the name. Oh, Arme hat dich gesendet. Ja, da hat jetzt plötzlich angefangen durchzureden. Manchmal machen die das. Richtig, ich denke, du hast eine richtig gute Idee, worum es geht. Ich wurde ein bisschen hier in das Business eingezogen, nachdem IGN mich geaskt hatte, ja, an der, ja, am Radio Tower so Sachen zu machen. Wir haben ein paar Freiwillige gefunden und die wollten mich einfach treffen. Das war ein totaler, ja, totaler Mist. Ich habe letztens einen coolen Tipp von jemandem, der mich angerufen hat, bekommen. Sieht so aus, als wäre es Team Meteor immer wieder. Big Shock, ey, ich weiß. Alles klar, ich werde schon mal vorgehen. Muss ein bisschen, das Gebiet klären. Beziehungsweise säubern. Sag Arme, dass ich ja am Platz warten werde. Kann ich rein? Nee, nach wie vor nicht. Jedenfalls haben wir jetzt schon mal einen der Leute gefunden, die wir gesucht haben. Nur jetzt ohne Scheiß. Woher soll ich denn bitte wissen, wo ich die Leute finden soll? Wenn er gerade gesagt hat, wir haben uns vorher noch nie getroffen. Hab ich ja gewusst. Ich hätte mich an den DJ Arclight erinnert. Wo geht's hier rein? Hallo? Aha, er sucht ein Strange Pokémon. Wenn du einen Sonnenkern findest. Ja, ich habe keinen Sonnenkern. Aber da. Ja, danke für das Volley. Danke für die Nachfrage.
Klingt ein bisschen wie Weihnachten. Locked. Hier kann ich rein. Hallo. Und er schläft. Guten Tag. Und die hat irgendwann Rotz geredet. War hier nicht diese böse Station und so? Oder diese alte Frau? Hier ist ein Fahrradshop. I'm required to say that we are near. Okay, also langsam habe ich das Gefühl, so viele Applications, wie ich mir hier gönnen kann. Ich kann hier überall anfangen, wenn ich will. Ich werde ein großer Mongu, ein Archer. Ja, voll nett. Ich kann mich leider auch nicht mehr an Archer erinnern. Boah. Alter, die meint's ernst. Ach du Scheiße, Level 60. Ja, muss ich aber jetzt härtere Seiten aufziehen. Oh, Leaf Blade. Dachte, es tut mir weh. Fly. Fly hat eine coole Animation gekriegt. Und ja, dass das One-Hit war, habe ich mir schon fast gedacht. Das Schöne ist, hier weiß ich wenigstens, wenn ich Drudigon lese, was für ein Pokémon rauskommt. Natürlich nicht. Hab einfach... Ach ja, das Drachenvieh. Ja, dann mache ich einfach Playbuff und... Animationen for real, Alter. Und Quillfisch. Ja, damit kann ich was anfangen. Und Shiro auch. Eigentlich wollte ich nicht Moonblast einsetzen. Aber es hat auch gereicht. Ich bin nur 15 Level höher als die Hero. Diese Pokémon sind so nutzlos. Ich habe viel Geld dafür bezahlt. Dieses blöde Schwein. Ich sollte ihn dazu bringen, dass er eingebuchtet wird. Hört sich nach einem schlechten Plan an. Verschwinde aus meinem Haus! Warum sollte ich das tun? Willst du mir wieder irgendwie mit welchen illegalen Pokémon kommen? Ja, vor allem könntest du gar nicht schaffen, dass der eingebuchtet wird, weil du selbst an illegalen Tätigkeiten dran teilgenommen hast. Du würdest dein eigenes Leben damit ruinieren. How dare you? Ja, so ist es aber. So sind unsere Regeln. Erstens wirst du aufhören, so, ja, negativ zu reden. Beziehungsweise so feindlich. Und du wirst niemals zu Seven Street zurückkehren. Sind wir uns damit einig? Okay, einverstanden. Shia, lass uns gehen. Ja, kann ich jetzt hier rein? Oh, danke, Raindance. Hat sich ja gelohnt. Ah, hier ist die Einrichtung. Ah, immer noch geschlossen. Muss mal wieder heilen. Ach nö. Boah. Da hätte ich mich ja doof und dämlich gelesen. Also, wie viel Herzblut die in dieses Spiel reinstecken, ist schon awesome. Hallo? Und wenn wir hier in jedem Haus waren, ne? Ja, ich muss gehen. Frech. Wenn wir hier in jedem Haus waren, haben wir wahrscheinlich auch alle gefunden. Müssen halt nochmal durch das ganze Spiel durch. Wobei andere schon viel schneller wären als ich, aber... Ist ja kein Wettrennen. Ne? Guten Tag. Kann ich mich hier auch anmelden? Pokesnacks. Sachet. Floral Charm.
Ja, warte, das nehme ich doch mit. Auch wenn ich nicht so viel Geld habe. Aber warum sollte ich das nicht tun? Jedenfalls könnten wir uns hier überall anmelden und wir wären in kürzester Zeit mega cool. Manny, you ever think about everything we know is lies, it's always stuck in the past. You got a feeling, buddy? I think that I'm stuck in the past too. Auf zur 7th Street. Ei. Ist ja wieder noch aus wie immer. Ist ja mega. Er sieht einfach noch richtig verkackt aus. In diesen illegalen Pokeplays. Voll dunkel geworden hier. Ja, ich muss mich erstmal wieder in das Spiel reinfinden hier. Das war ja der Platz, wo man Abilities changen konnte. Und so weiter. Hey, can I interest you in some new moves? Fire Pledge One? Nee, also so einen Rotz brauche ich nicht. Ganz ehrlich. Guten Tag. Okay, und der möchte einfach super hard worken. Die Arena ist wieder offen. Ja, Shelly soll ich ja nicht berufen, aber nachdem der Typ hier runtergefallen ist und alles voller Blut gemacht hat. Spoiler für die, die es nicht gesehen haben. Dieses Spiel ist einfach. Haben Department Store Sticker bekommen, wie schön. Ich sollte ja diese Sticker mal irgendwann sammeln. Aber dann habe ich damals nie Zeit gehabt zu. Ja, hier haben wir jetzt alles. Außer hier, hier ist ja Team. Was zum Teufel? Kann ich das haben? Ey, hier kann man tatsächlich Bären holen. Nein. Voll schön hier. Ich nehme jetzt aber nicht die ganzen Bären mit. Das wäre ja gemein. Robert Berry. Ich habe gesagt, ich nehme nicht die ganzen Bären mit. Aber von jeder eine. Damit ich mal gucken kann, was das für Bären sind. Ne? Eine Golan Berry muss ich ja mal mitnehmen. Schenkt sich ja nichts. Ja, Citrus Berry hätte ich jetzt liegen lassen können, aber. Boah, ich bin begeistert. Was das alles ausmacht. Ne, neues Reborn City, alles voll schön. Was mit der Framerate, was ist das eigentlich? From getting lost or hurt in the canvas below, City Ordinaries that mandate restriction exist. Ich darf. Ey, ist ja nett. Was ist das hier? Untergrund? Sieht nicht so aus, das ist dieser. Ach, das ist dieser Special Place. Ja, weiß jetzt nicht, ob ich da gerade hin muss. Ach nö! Ah. Wollte schon gerade sagen. Ah, ja, die Treppe ist auch wieder ganz. So, dann bin ich hier fertig. Dann geht's weiter nach hier. Sternhotel. Silph Cove Reborn. Ja. Warum nicht? Ich fülle einfach mal die ganzen Applications aus. Wenn man das denn ausfüllen könnte, aber ist ja alles verboten. Wo geht's hier lang? Ist jetzt auch hier alles wieder ganz? Nein, das sieht immer noch aus wie Kacke. Warum haben sie sich darum nicht gekümmert? The Reborner. Sieht nicht schön aus. Hallöchen. Ah, ich erinnere mich. Ich habe kein Ferret. Selbst wenn ich eins hätte, wäre es wahrscheinlich shiny.
Kids Devon Corp, Pokéball Shop, Candy Store. Noch mehr Leute. Ah, die waren, glaube ich, schon immer da. Also viele neue Gesichter sieht man hier nicht. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass man schon so... Aber das ist ja halt der Pokémon-Stil. Ich denke... Oh. Ich wollte gerade sagen, ich denke mal, hier gibt es keine wilden Pokémon. Das Problem ist, was nützt mir ein Bunnery, wenn ich einen Ferret suche? Ist scheinbar sehr beliebt hier. Deswegen hat man wahrscheinlich auch ein Shiny davon gehabt. Und sendet einfach einer Shinies rum. Ist ja nett. South Obsidian Ward. Guten Tag. You, what did you find out? This is products stuff. Him, they only charge 1500. Well, that's obviously it. Well, undersell them and make a comeback. Thank you. As a token of appreciation, feel free to take one of a Lamausia signature mascot Pokémon. Oh. Darf ich mir eins aussuchen? Irgendeins? Ja. Miaui. Kann ich mir noch mehr nehmen? Ah, oh, darf nur eins nehmen. Was soll ich denn hier machen? Also, well, here I'm drawing my dear George's Pokémon. 1400. Komm, Giro, das verdienst du. Ja, voll schön. Wir erreichen zwar irgendwie storymäßig nichts, aber haben schon mehrere Pokémon bekommen. Gott. Wie soll man? Na Leute, ich sag's nur immer wieder, wie soll man überhaupt seine Ruhe finden, wenn die Leute denken, die müssten einfach die ganze Zeit anrufen. Diese Werbedinger. Oh, das ist ein TM. Das brauche ich. So Werbeleute, die geben nie auf. Ich weiß, das ist auch deren Job. Aber, was interessiert mich das? Wenn ich die einmal ablehne, dann lehne ich die auch ein zweites Mal ab, wenn die wieder anrufen. Und es hat nichts mit ihrem Job zu tun. Wenn einer von euch so ein Werbefuzzi ist, Leute, seid nicht so aufdringlich. Leute, die einmal Nein sagen, sagen immer Nein. Was ist das hier? Ach, da geht's in dieses andere Gebiet rein. Muss ich natürlich auch noch rein, aber... Hier wird's rosa. Wir wissen, safen wir mal lieber mal wieder. Safen ist immer gut. Aha, ey, hier sieht's ja noch besser aus. Wunderschön. Oh, hallo. Hang in there, Spoink. Ich weiß, es ist schwierig, aber wir werden deine Perle finden. Oh, hi there. Ich bin gerade in einer schlimmen Situation. Mein Spoink hat seine Perle verloren. Ohne die Perle von Spoink wird er wirklich, wirklich sehr müde. Ich habe ihm jetzt dieses Ding gegeben, bis wir die echte finden können. Aber bis jetzt hatte ich kein Glück. Du schaffst es. Bitte halte durch. Ist vielleicht irgendwo. Wenn ich eine Perle finde, sag du Bescheid. Hey, voll schön. Erstmal Lighthouse besuchen. Er hat gerade gesagt, dass es geschlossen ist und nicht so erstmal Lighthouse besuchen. Wir sind auch schon fast wieder am Ende der Episode und haben auch schon fast wieder nichts erreicht. Na gut, wir hatten einen kleinen Erfolg. Was ist denn da los? Ich möchte da rein. Darf ich da nicht rein? Ah,
Das sieht so aus, als wäre es eine wichtige Person. Wenn das nicht Adrienne ist. Wir haben tatsächlich noch was in der Folge erreicht. Okay, Dokumente und Design, Maintenance, Procedures and Draft Schedule for Employees to check in. Public Safety Regulations, right? Get it online, print flyers, and have one of the volunteers post the ordinance throughout the city. You're Stainsman, Crystal Street Complex, 2C. Am I remembering right? Ja, haben wir immer noch Probleme mit der Elektrizität? Was? Echt? Ja, ich habe wieder vergessen, dass ich dir auf Deutsch sprechen muss. Weil es ja ein wichtiger Charakter. Irgendwer hat gesagt, dass es schon längst seit Donnerstag erledigt sein sollte. Dienstag. Aber keiner ist aufgetaucht? Ah, schrecklich. Okay, es tut mir leid für diese Unannehmlichkeiten. Danke, dass du mir davon berichtet hast. Ich, muss noch mit so vielen so nachgelassenen Sachen mich drum kümmern. Da merke ich, ne? Normalerweise ist mein Englisch perfekt, aber ich sollte morgens früh nicht um diese Uhrzeit aufnehmen. Also, dann könnte ich auch besser übersetzen. Und du hast den Platz bei Kingsbury beendet? Ja, alles sollte super sein. Ach, du bist ein Engel. Können Sie Mrs. Steinsman und Mr. Feinsilver zu dem Neo-Zirkus Powerplant Rekrut begleiten? Er ersetzt momentan Julia und soll dir helfen. Hier ist deine Unterschrift. Brauchst du noch irgendwas? Das ist alles. Ich werde jetzt zurück zur Office gehen. Danke dir. Alle von euch. Für eure harte Arbeit. Bitte kommt zu mir, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Ach, alles ist einfach so wundervoll. Es tut mir leid, dass ich dich warten ließ, Fia. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich verstehe, dass du eine Weile weg warst, aber schau dir das an, dieser ganze Platz, diese Stadt. Man kann einfach nur stolz sein. Selbst wenn es nochmal auseinanderfällt. Die Pieces waren alle da. Es brauchte nur jemand, der es zusammenbaut. Mit der Hilfe von den lokalen Arenaleitern und Studenten vom Apollo von Onyx und noch mehr Freiwilligen, wo mehr als ich immer hoffen konnte, denke ich, dass wir es echt geschafft haben. Ein Wunder ist geschehen. Es war anstrengend, aber am Anfang. Ich könnte schon fast sagen, albtraumhaft. Aber das macht keinen Unterschied. Durch die ganzen Aufrufe und ja, inspirierenden Reden. Alleine. Ich habe bei einem Haus gestartet und habe jeden einzelnen jeder einzelne Riss in der Wand hat eine Geschichte erzählt. Und das anderen erzählen zu haben, hat das Ganze in einen wahren Traum eruptieren lassen. Aber wir sind noch nicht fertig. Noch nicht mal ansatzweise. Aber das ist erstmal genug. Du bist doch hier hingekommen wegen einem Grund, nehme ich an. Ah, Arme verlangt nach mir. Verstanden. Geh schon mal vor. Ich muss noch ein paar Sachen machen, muss noch ein paar Sachen beenden, aber ich werde da sein. Komm ich rein? Ah. Ist das die Arena, die ich dann angehen muss? Ja, hier wird noch gebaut, ne? Interessant auf jeden Fall. Also ist noch nicht ganz fertig, diese Arena. Jetzt haben wir 2 von 3. Das ist gut. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall... sind wir quasi schon so gut wie durch in der nächsten Episode. Die Episoden werden manchmal ein bisschen länger, deswegen beende ich jetzt den Part. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.